Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Donnerstag wieder dabei seid auf meinem Zweitkanal. Und es ist schon mittlerweile etabliert, dass Gäste hier auch teilnehmen. Das freut mich immer riesig. Und ihr seht den jungen Mann schon, I'm Flo Rijker. Ja, und wir stellen uns heute die Frage, ist der Tiefpunkt von Borussia Mönchengladbach erreicht oder geht es sogar noch tiefer? Was muss jetzt passieren? Was ist in dieser Saison noch drin? Oder ja, verläuft sie jetzt einfach im Sand und dann machen wir im Sommer genauso weiter. Und wenn ihr dieses Gästekonzept feiert, würde ich mich sehr, sehr über ein kostenloses Abo und einen Daumen freuen. Und natürlich auch über unsere Einschätzung, was ihr sagt, boah, ich teile eure Meinung, ich teile eure Meinung nicht. Da würden wir uns natürlich sehr, sehr drüber freuen. Und bevor wir in das, ja, leidige Thema DFB-Pokal reingehen, darf sich mein Gast auch erstmal kurz vorstellen. Moin Leute, was geht ab? Ihr habt mich das letzte Mal schon gesehen. Ich bin Flo, I'm Flo Rijker und ja, ich bin leider Gladbach-Fan und ja, läuft gerade nicht so gut, wie Buschi schon gesagt hat. Ist das jetzt der krasseste Tiefpunkt, den wir haben in den letzten Jahren? Ich denke, da werden wir heute mal drüber quatschen. Was sehr wichtig ist für mich, ist auf jeden Fall, dass wir den Verein trotzdem leben, egal was wir jetzt hier sagen. Ja, leider Gladbach-Fan. Gladbach ist auf jeden Fall das Geilste. Aber klar, aktuell, also ich bin immer noch so ziemlich leer von dem DFB-Pokal, weil ich glaube, so eine Chance gegen Saarbrücken und Lautern ins Pokalfinale einzuziehen, wirst du die nächsten Jahre so nicht mehr haben. Und ja, was mich noch mehr bricht, ist halt die zweite Halbzeit, weil das war, egal wie man das taktisch analysiert, fand ich halt, was da läuferisch geboten wurde, gerade bei dem Thema, wer den Ball hat, war die ärmste Sau, weil keiner entgegengekommen ist. Es war für mich kein Lauf da, kein Kampf da. Und wenn du dir dann in der Nachspielzeit auch noch einen Konter einfängst, dann ist wirklich Hopfen und Malz wirklich bei mir verloren gewesen. Ja, und ich fühle mich einfach nur leer. Wie hast du das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Saarbrücken gesehen? Ja, für mich war das teilweise nicht mal überraschend, wenn ich mir mal die zweite Halbzeit angucke. In der ersten Halbzeit, sage ich ganz ehrlich, da waren wir noch am Drücker. Honorar macht da das Ding fast rein, auf der Linie geklärt. Ist auf jeden Fall scheiße gelaufen, wenn man das mal so sagen kann. Im Endeffekt sind wir trotzdem weiterhin Fans von diesem Verein und müssen halt versuchen, irgendwas zu ändern. Aber alleine, was du gerade gesagt hast mit den Bällen, da kam gar nichts an. Ich bin ja wirklich ein riesiger Fan von Rocco Reitz, aber ich würde sogar sagen, dass er in diesem Spiel echt nicht gut war. Von ihm war wenigstens aber noch die Laufleistung da, genauso wie bei Robin Hack. Honorar hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was ich halt riesig, riesig problematisch finde, ist zum Beispiel Kone, der erinnert mich an Benze Baini, teilweise an Thuram, die wirklich mit dem Kopf schon, was weiß ich, in Newcastle oder wohin sie auch immer wechseln sind. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall mal langsam ein bisschen was aufräumen müssen. Ja, also den die Auswechslung von Robin Hack habe ich halt null irgendwie verstanden, weil er halt echt noch so mit der Gefährlichste war, der schon mal noch was probiert hat, was kreiert hat. Ja, und in Gumu haben wir alle gesehen, so das war sehr, sehr wenig im DFB-Pokal. Ja, und auch was wir uns jetzt an Geld durch die Lappen gehen lassen, ne? Wir sind eh schon nicht so gesegnet. Und ja, du hättest jetzt mal easy 3,5 Millionen mitnehmen können und hättest dann losgehabt, wo du dann plötzlich im Pokalfinale stehst. Also ich gehe mal davon aus, wenn du ins Pokalfinale gekommen wärst, wären das Zusatzeinnahmen von vielleicht 8 bis sogar 10 Millionen. Keine Ahnung, ja. Aber so um den Dreh wird es sich abspielen. Und so wie man hört, waren die wohl auch schon teilweise eingeplant. Jetzt muss man umstrukturieren. Ja, wie siehst du die Sache? Bitter, ja, ne? Das ist richtig bitter. Ich sag ganz ehrlich, Kaiserslautern wäre auch alles andere als einfach gewesen. Auch eine super Mannschaft. Jetzt gerade in der zweiten Liga läuft es auch nicht so bei denen. Sind, glaube ich, jetzt 15., 14. Aber der Betzenberg, den kennt natürlich jeder. Dann DFB-Pokal nachts, da ist schon echt ziemlich krass. Ja, dann haben die das Geld jetzt eingeplant. Und ich denke mal, dass sie es das wahrscheinlich auch für eine Kaufoption bei vielleicht Jordan eingeplant haben. Oder irgendwelche anderen Transfers, die wir haben, zum Beispiel Sander, vielleicht ist da die Millionen dann von abgezogen worden. Da müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen. Ich würde vielleicht mal gucken, dass wir den einen oder anderen Spieler, der nicht gut war oder der keinen Bock mehr hat, verkaufen. Und ich denke, wir haben da alle den gleichen Namen im Kopf. Das ist für mich ganz klar Manu Kone. Ich finde den super, ich mag den total gerne. Ja. Aber es reicht halt einfach nicht mehr. Die Einstellung fehlt. Und dafür ist es mir nicht wert. Er ist viel zu wertvoll von den Millionen, die wir für ihn kriegen würden, dass wir ihn noch behalten werden. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Zu Kader, die Kaderzusammenstellung, würde ich sagen, schieben wir noch so ein bisschen zurück. Ja,
also grundsätzlich muss man schon jetzt sagen, du hast halt eine Riesenchance vertan, eigentlich auch noch die Saison so ein bisschen zu retten, weil der DFB-Pokal war aus meiner Sicht so noch der Anker, wo du sagen könntest, okay, da kannst du wirklich jetzt noch eine positive Saison gestalten. Ja, schauen wir jetzt haben wir nur noch die Liga, wir stehen auf Platz 12, wir haben es seit 2 Jahren, das musst du dir mal vorstellen, seit 2 Jahren nicht mehr geschafft, zwei Bundesligaspiele in Folge zu gewinnen. Das spricht aus meiner Sicht schon Bände. Und jetzt kommen Heidenheim, die jetzt auch keine gute Phase, also eher, noch nicht mehr diese Halbphase haben aktuell, aber ja, da kommt eine Mannschaft mit richtig Qualität auf uns zu, also gerade mit individueller Qualität. Wenn ich mir Heidenheim angucke, die haben halt Spieler, die mit in der Bundesliga teilweise die besten Qualitäten in gewissen Bereichen haben. Ne? Beste, ich glaube, da sind wir uns einig, der hat einer der besten linken Füße der Liga. Dann hast du Kleindienst, der laut Statistik der kopfballstärkste Spieler ist. Dingchi, der schnellste Spieler der Bundesliga gemessene. Dann hast du mit Teuerkauf und Maloney, glaube ich, 2 Kernassis auf der 6, die einfach alles abräumen. Und wir spielen auswärts, wir wissen, wie gut wir auswärts sind. Was erwartest du jetzt noch so in den nächsten Wochen von der Mannschaft? Also ein paar Punkte brauchen wir noch, damit wir dann auch wirklich nicht noch komplett unten reinrutschen. Gut, es sind 9 Punkte mit dem Torverhältnis sogar fast eher 10. Ich glaube, wir werden auch noch die nötigen Punkte holen und danach kommen wir einmal kurz zu Wirkus und dem Vorstand. Ja, also wie du es gerade schon gesagt hast, Heidenheim ist, ich habe mir das vorher im Video nochmal angeguckt, 4 Spiele lang haben die, glaube ich, nicht gewonnen. Mhm. Ich glaube, 3 Niederlagen und 1 Unentschieden, lass mich nicht lügen. Und für mich ist Heidenheim aber eine unfassbar schwierige Mannschaft. Ja. Gegen Dortmund haben die ein Hammerspiel gemacht und die sind unfassbar ekelhaft. Der Beste, wirklich, wenn er da über den Flügel kommt, Maloney und Teuerkauf, hast du schon gesagt, 2 komplette Kreisliga-Kernassis, die aber wirklich echt richtig gut sind. Danach spielen wir heim gegen Freiburg, da bin ich auch im Stadion. Da erwarte ich auf jeden Fall 100%, was den Einsatz angeht. Mir ist das im Endeffekt egal, wenn man dann nur ein Unentschieden holt oder nicht. Ich will einfach nur mal wieder eine Partie bzw. 3-4 Spiele hintereinander sehen, wo der Einsatz stimmt und wo wir vielleicht mal kein Gegentor kassieren oder vielleicht mal nur 1, weil das kann so nicht weitergehen. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich kann auch dieses Thema Reaktion zeigen nicht mehr hören, ne? Also immer wieder, also wie oft wollen wir denn noch eine Reaktion zeigen? Das ist die nächste Reaktion von der Reaktion, ne? Aber wir versuchen heute auch so ein bisschen positiv zu bleiben. Ich bin dann eigentlich immer ein optimistischer Mensch und ich hasse das immer, diese Negativität. Aber aktuell ist es halt auch wirklich schwer, sehr schwer, positive Dinge zu finden. Also wie gesagt, in der Bundesliga müssen wir uns jetzt echt noch raffen. Es kommen Gegner, wo du theoretisch punkten kannst, aber die sind auch nicht einfach. Ne? Auswärts in Wolfsburg, auswärts bei Heidenheim, zu Hause gegen Freiburg, da gucken wir mal. Glaubst du, vielleicht noch abschließend zu der Thematik Bundesliga, dass wir noch unten reinrutschen? Also ich glaube es irgendwie nicht, ehrlicherweise. Nein, würde ich auch nicht sagen. Ich sage ganz ehrlich, gegen Heidenheim habe ich irgendwie so ein Unentschieden im Gefühl. Mhm. Das gleiche gilt aber auch für Freiburg und Wolfsburg. Wolfsburg ist meiner Meinung nach noch schlechter dran als wir. Auch vom Kader her haben die echt gute Spieler. Jonas Winter, glaube ich, in der Hinrunde 9 Tore geschossen, hätte jetzt in der Rückrunde gar nichts mehr gemacht. Ja. Also ich finde sogar, wenn es eine Mannschaft gibt, die gefühlt noch schlechter sind als wir, dann ist es auf jeden Fall Wolfsburg. Da können wir auf jeden Fall was holen. Ganz unten reinrutschen werden wir nicht. Ich denke, das wird Platz 11, 10, irgendwie sowas. Aber es ist auch unfassbar eng, ne? Also wenn du jetzt wirklich 2-3 Spiele hintereinander gewinnen solltest, guck dir mal Augsburg an, die sind jetzt 8er. Die waren noch hinter uns. Also ich denke nicht, dass wir unten reinrutschen. Aber das Problem bei Wolfsburg ist, was ich schon befürchte, dass die vor unserem Spiel den Trainer entlassen und dann... Ja, dann okay, das kann auch sein. Mal abwarten, ob Kovac dann gehen muss. Das Thema der heutigen Sendung ist ja Tiefpunkt erreicht. Seit 4 Jahren geht's bergab, seit dem 2. Jahr von Rose. Platz 8, Platz 10, Platz 10, jetzt Platz 12. Glaubst du, wir kommen noch höher als Platz 10 dieses Jahr oder es wird so zwischen 10 und 13? Das ist schwer. Also ich habe ja gerade gesagt, es ist sehr, sehr eng. Ich sag mal so, wenn wir jetzt wirklich gegen Heidenheim gewinnen sollten und dann stell dir mal vor, wir würden noch mal gegen Freiburg gewinnen. Ja. Ich habe gesagt, stell dir vor, es wird nicht passieren. Ey, dann sage ich ganz ehrlich, kann ich mir das auch vorstellen, dass wir vielleicht 9. oder 8. werden. Und je nachdem, wie die Champions League, Europa League Regulierung ist, könnte es auch sein, dass nächste Saison, glaube ich, ab dem 8. Platz dann Conference League Qualifikation oder irgendwie sowas ist, wenn wir dann 5 Champions League Plätze kriegen. Und ich will jetzt nicht Europa hier ausrufen, wenn wir gerade in einer fetten Krise sind, aber
Ja, also mir fällt es schwer daran zu glauben, gerade auch wenn man halt über 2 Jahre keine 2 Bundesligaspiele in Folge gewonnen hat. Glaube ich. Und es schreit gerade auch nichts danach, dass das dem zeitnah passieren wird, um ehrlich zu sein. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also glauben wir eher mal, ja, dass jetzt der Abwärtstrend erstmal vielleicht nicht gestoppt wird, sondern es noch tiefer geht. Ja, und ich glaube, wir müssen dann auch, wie schon angekündigt, mal über Wirkus und die sportlich Verantwortlichen sprechen. Ich kann mich noch daran erinnern, wo Wirkus vor 2 Jahren in einer ganz schwierigen Phase definitiv angetreten ist, war das Ziel, Defensive stabilisieren. Da muss man sagen, wir kassieren so viele Hütten wie noch nie. Und das wird dieses Jahr noch mehr werden als letztes Jahr, obwohl es letztes Jahr schon sehr, sehr viel war. Ja. Wir haben eine Trainerrotation, die einmalig ist, jedes Jahr einen neuen Trainer. Bei Hütter will ich ihm gar keinen Vorwurf machen irgendwie, weil da hat man sich getrennt, so, das war wahrscheinlich auch von Hütter-Seite gewollt, ne? Dann holt man Farke, dann holt man Seoane und Fakt ist halt, wir haben jetzt auch einen Kader, der von 4 Trainern zusammengestellt worden ist, mit unterschiedlichsten Ideen und das erinnert mich dann schon, also wir sind vom Verein nicht vergleichbar an HSV, Hertha, Schalke, die Trainer gewechselt haben, wie ihre Unterhosen. Und dementsprechend auch einen zerrütteten Kader haben. Und das sehe ich langsam auch bei uns. Ne? Und ich sehe, und ich, also wie gesagt, ich mag unsere Kader, ich mag die Jungs. Das sind alles, glaube ich, charakterlich feine Kerle, aber es passt halt einfach nicht. Ne? Und wie siehst du dann Wirkus und die sportlich Verantwortlichen, also komplett Vorstand? Wie siehst du dieses ganze Konstrukt um unseren Präsi, Königs, Bonhoff, Hans Meyer, Stegemann, Aretz, die da in der Verantwortung sind, dann Wirkus, Korrell, Schmadtke? Weil von Transfer technisch gesehen, so die Spieler, die gekauft haben, klar, bei Schwanzscherer verletzt, Honorar ist eigentlich ganz gut eingeschlagen, genauso wie Hack, genauso wie Wöber, aber wir stehen trotzdem da, wo wir stehen. Ja, das Ding ist halt, mit Honorar und Hack, finde ich, haben die, ich will mich jetzt nicht komplett aus dem Fenster lehnen, aber ich finde schon echt sehr geniale Transfers gemacht. Der Honorar, stell dir mal wirklich vor, wir würden jetzt in 1 oder 2 Jahren wieder richtig Fußball spielen, könnten auch wieder kaum Gegentore kassieren, dann ist der Honorar wirklich klasse. Zwischendurch habe ich wirklich das Gefühl, dass der echt alleine gelassen wird. Dann haben wir mit Robin Hack aus der 2. Liga jemanden geholt, der wirklich komplett jetzt gerade eingeschlagen ist. Mhm. Was ich sehr, sehr negativ sehe, ist, dass man bei Wöber keine Kaufoption hat. Ja. War wahrscheinlich auch schwer, aber ich sage, ich bin mir hundertprozentig sicher, der wird nächste Saison nicht mehr bei uns spielen. Da hat er keinen Bock drauf, glaube ich. Der hat ja auch schon mal angeteasert, so ja, der wäre sich nicht hundertprozentig sicher. Und da sehe ich auf jeden Fall einen Roland Wirkus in der, der ist das auf jeden Fall schuldmäßig. Was soll ich großartig dazu sagen? Ich will jetzt auch nicht so negativ sein und direkt sagen, so Wirkus raus, aber im Endeffekt ist das eigentlich das Einzige, was nicht mal böse gemeint ist, aber was Sinn macht. Man muss da oben, man kommt einen kompletten Austausch. Die reden die ganze Zeit von einem Umbruch, Umbruch hier, Umbruch da. Wir haben jetzt seit 4 Jahren einen Umbruch. Was sind wir? Sind wir der Berliner Flughafen oder was? Also, da wird auch, keine Ahnung, so, das ist viel zu viel. Und dann hast du wieder einen neuen Trainer, der Seoane, ich finde den super, ich finde, den solltest du einfach mal 2, 3 Jahre machen lassen. Ja. Der hat da teilweise, wie du gesagt hast, noch Spieler von Hütter, von Farke oder was weiß ich. Da muss wirklich mal Struktur rein. Heißt ein Königs oder was weiß ich, die wirklich schon lange im Verein sind. Ich will die jetzt hier nicht anzählen, aber irgendwas muss ja mal langsam gemacht werden, dass der Vorstand vielleicht mal ein bisschen was jünger gemacht wird, dass die Leute da mal ein bisschen neuere Sachen machen. Wir haben ja mit Schmadtke auch, hat Wirkus sich ja auch einen neuen dazu geholt. Ja. Ich finde, den kann man auch teilweise in die Verantwortung mit reinnehmen. Ja. Und Wirkus, bei Wirkus habe ich immer das Gefühl, der schiebt das immer gerade so rüber, wie der gerade Bock hat. Der macht bei Kicker dieses eine Interview und da ist alles schlecht und so halb zieht er sich mit rein, aber auch raus und das stört mich einfach. Ja, alleine, dass Wirkus die Qualitätsfrage von dem Kader stellt, so, wer hat den Kader denn zusammengestellt? Ne, das ist halt das ist komplett blöd. Das ist halt das Erste, was ich halt richtig, richtig gefährlich sehe. Man spricht immer von einem Fohlenweg im Kader, den siehst du auch mittlerweile so ein bisschen sogar. Aber im Verein halt null. Ne? Und im Verein, ja, wir sind ein sehr, sehr traditioneller Verein, Familie, das ist auch wichtig. Aber wichtig. Auch beim Familienunternehmen musst du einen Umbruch irgendwann einleiten. Ne? Und der ist halt, also der ist ja komplett verpennt. Ne? Und weil wir haben halt im Verein gar keinen Fohlenweg. So. Und das muss halt auch, wenn das unsere Strategie ist, muss das halt auch von ganz oben gelebt werden. Ne? Und ich höre von unserem Präsidenten nichts, keine Ahnung. Ewigkeit nichts mehr gehört von Königs. Ich frage mich bei Aretz auch, der in den Vorstand gekommen ist,
was macht der eigentlich? Also der hat vorher die Pressekonferenzen gemacht, ich höre nichts, sehe nichts von dem, ich sehe so ein bisschen Nachhaltigkeitsprojekte von dem, alles schön und gut, bringt uns sportlich aber nichts. Dann haben wir Hans Meyer, alle, die haben alle Riesenverdienste, ne? Aber ja, da ist halt mit einer wirklichen Strategie, auch sportlich gesehen, relativ wenig. Rainer Bonhoff, alles Leute, die Riesenverdienste haben, aber mir fehlt dann wirklich auch jemand da oben, der mal ein sportliches Netzwerk hat, wirklich auch voll im Fußball vernetzt ist, eine klare Vision hat, welche Spieler brauchen wir, und der wirklich Hand in Hand mit Seoane da vorangeht und sagt, wir wollen diesen Fußball spielen, wir brauchen genau diese Spieler. Und ich habe immer manchmal das Gefühl, so, wir haben halt eine Transferliste von gescouteten Spielern, das ist bei Gumu, hat er schon angefangen, wo wir den verpflichtet haben, hat Farke eigentlich gesagt, ich hätte aber lieber einen Stürmer gewollt. So, ja. Und das war auch kein Wunschtransfer von Farke. Das Gleiche ist, Weigel wollte Farke unbedingt. Weigel, super Typ, definitiv. Der wurde dann auch verpflichtet. Dann kam halt Seoane, ne? Und ein Honorar, sind wir auch ganz ehrlich, war auch schon Ewigkeiten auf unserer Scouting-Liste, wo wir mit Seoane noch nichts zu tun haben. Ja. Genauso wie Schwanscherer, denn da hatte ich schon eine Folge gemacht, da war Seoane noch ganz weit weg, da war der schon in der Gerüchteküche, ne? Und klar. Ich glaube einfach auch, dass der Trainer zu wenig Einfluss hat auf die Transfers. Genauso, ja, genauso, das ist es. Genauso wie im Winter. Im Winter sagt Seoane öffentlich auf einer Pressekonferenz, genauso wie Farke es schon gesagt hat, ich hätte da noch ein, zwei Ideen. Dann stellt sich Wirkus dahin, sagt, nee, ist keine Qualität da, können nichts holen. Und dann, paar Wochen später, im Viertelfinale, wenn es gekracht hat, die Qualität fehlt. Da muss ich dann einfach sagen, so, das macht aus meiner Sicht absolut keinen Sinn. Und wie gesagt, Wirkus ist Gladbacher durch und durch, aber darum geht es halt nicht. Hey, hundertprozentig. Es geht halt um sportliche Kompetenz und die fehlt einfach. Und wenn wir das nicht hinbekommen, da einen Umbruch im Vorstand einzuleiten, warum ist denn Martin Stranzl nicht da? Weil der unbequem ist. Und ich glaube, es ist so leid, es mir tut. Max Eberl hat viel, viel Scheiße am Ende gebaut, aber das war halt einer, der noch unbequem war. Der noch, ja, komisch ist, so. Der noch unbequem war, und jetzt ist das in einem Trott, läuft das dahin, und das siehst du auch, von oben herab geht das auf den Platz, in die Mannschaft, Wohlfühloase, und das siehst du, dass das kein Zug drin ist. Ja, die haben alle, hier, mach du mal, mach du das, ey, du bist das schuld. Also da ist wirklich keiner, der wirklich mal sagt, so, ey, ich habe einen Fehler gemacht. Das wird alles unter den Tisch gekehrt, und das seit 4 Jahren. Und wenn man das weiter so macht, ich will es nicht herausrufen, aber wir haben ja gesehen, was bei Schalke 04 passiert ist. Champions League, super Saison gespielt. 1-2 Jahre später sind die unten drin. Ja. So, also das kann wirklich so nicht mehr weitergehen, wie du es gerade gesagt hast. Wir können ja nicht jedes Mal nur die Ja-Sager bei uns im Verein haben. So ein Martin Stranzl ist meiner Meinung nach perfekt für so einen Posten. Hat bei uns gespielt, und ich glaube, wir sind uns da alle einig. Martin Stranzl ist einer der genialsten Spieler, der vielleicht sogar jemals bei uns im Verein gespielt hat. Von seiner Persönlichkeit her, finde ich. Von der Persönlichkeit. War auch ein super Spieler. Und deswegen brauchen wir jemanden, wie du es gerade gesagt hast, der Fohlenweg. Wir brauchen vielleicht auch wieder irgendeinen alten Spieler. Und der Stranzl, der ist, glaube ich, auch ziemlich klug und hat da, lässt sich da nichts sagen, wie die anderen, die dann sagen, oh nee, das ist mir zu bequem, hier den Spieler zu verhandeln oder was weiß ich. Der Martin Stranzl, der steht um 4 Uhr morgens wahrscheinlich auf, nimmt einen Anruf irgendwie aus Lille oder was weiß ich, und dann würde der so einen Jonathan David eintüten. Guck dir das mal an. Das regt mich schon wieder alles auf, was sie da teilweise für Transfers haben stehen lassen. Ja. Dann holt man Hannes Wolf für keine Ahnung was wie viel. Gut, das also, ist Eberl-Transfer, ne? Das ist Eberl-Transfer. Natürlich, ja. Natürlich so, aber ja, das ist so viel falsch gelaufen in den letzten Jahren, und das tut mir wirklich im Herzen richtig weh. Also ich bin so außer mir, dass ich nach dem Spiel, ich bin erstmal eine halbe Stunde spazieren gegangen und habe wirklich aus Verzweiflung, was heißt nicht geheult, aber ich war wirklich einfach so fertig mit meinem Leben, weil mir das so weh tut, weil mir der Verein so am Herzen liegt. Und diese Leute, die gerade bei uns im Vorstand sind, ich habe teilweise das Gefühl, das kann man nicht sagen, darf einem Menschen nicht sagen, aber ich finde, teilweise haben die nichts mit dem Verein zu tun. Ja, das will ich gar nicht beurteilen. Also die haben ja auch, also Chippers, ich glaube, die haben alle schon Riesenverdienste, ne? Aber irgendwann muss man halt auch. Verdienste, klar. Irgendwann muss man auch eingestehen, so, die Zeit ist halt rum und da muss halt ein Umbruch kommen, ne? Und ich hatte es vor der Saison gesagt, so, das wäre meine Traumkombination gewesen. Hol den Speicher direkt mit von den Young Boys Bären, den kennst du, Joanne. Top, ja. Fachlich top, Mann. Stell anstatt den
Schmadtke, den Stranzel dahin, dann hast du auch dieses Bindeglied zu den Fans, was immer auch weiter verloren geht. Ne? Mit Martin Stranzel hätten die Fans alles abgekauft mit seiner Autorität. 100%. Mit einem Spiecher hast du einen Sportvorstand gehabt, der halt absolute Fachkompetenz hat. Aber das Problem ist, dem hättest du halt Macht geben müssen. Ne? Dann hätte Wirkus wahrscheinlich entweder seinen Platz räumen müssen oder hätte seinen Platz räumen müssen, weil Spiecher würde Sportvorstand nur machen. Und dann hättest du aber jemanden, mit dem Seoane sich komplett versteht, komplett vertraut ist, harmonisches Umfeld, absolut professionell. Und hättest du das so aufgezogen, hatte ich genau vor der Saison so gesagt. Ja, und ich glaube, ich befürchte halt leider, so jetzt wirst du vielleicht in Heidenheim eine Reaktion zeigen, so dann schließt du die Bundesliga-Saison. Ja, auf Platz 10 bis 13 ab, so, dann sagen alle, ja, wir sind im Umbruch, das passt schon so und ich habe das Gefühl, das läuft dann einfach so wieder dahin. Ja. Und dann kommt dann, jetzt sind wir bei der Kaderzusammenstellung, wir können jetzt gleich auch mal in die einzelnen Personalien noch reingehen, bist du dann, ja, bei der Kaderzusammenstellung, alle hoffen natürlich auf eine Wahnsinnsablöse von Manu Kone, jeder Verein weiß das, dass wir die Kohle brauchen, um irgendwas überhaupt handlungsfähig zu sein, so, dann geht Manu Kone irgendwann. Dann fängst du an, Spieler zu verpflichten. Die sind viel zu spät da. Sander jetzt mal hingestellt in allen Ehren. Ne? Das ist gut, ja. Der Kader wird wieder sehr, sehr spät stehen. Keine Ahnung, wie viel Einfluss dann auch Seoane auf die Transfers hat. Ich glaube, Wirkus ist da sehr, sehr eigensinnig auch in der Sache. Und ich hoffe nicht, dass Seoane dann irgendwann sagt, ich schmeiß die Brocken hin, hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dann stehst du nach 5 Spieltagen da und fragst dich, warum es nicht läuft. Ja, klar, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich könnte es auf jeden Fall verstehen von Seoane, aber ich finde den als Mensch super. Ich finde auch, du siehst wirklich, dass der echt Bock auf unseren Verein hat, auch wie der zum Beispiel beim Derby gejubelt hat, beim Tor vom Hack 3:2. Ich finde das vom Wirkus halt einfach nicht richtig, dass du mit dem Trainer nicht in die Kommunikation kommst und einfach alles über deinen Kopf stehst, weil du stehst nicht über der Mannschaft und über den Fans. Ja. Und der Wirkus hat, habe ich manchmal das Gefühl, auch wenn du eben komplett richtig gesagt hast, ich glaube, der liebt den Verein. Also das merkt man auf jeden Fall. Das will ich ihm auch gar nicht sagen. Ich will trotzdem nicht mehr, dass er da ist. Aber trotzdem muss da langsam mal an der Kommunikation gearbeitet werden. Es darf nichts mehr unter den Tisch geschoben werden. Alles muss offen sein. Wir müssen weiter mit den Fans zusammenarbeiten. Die Spieler und die Trainer, wir müssen alle eins sein. Wir müssen eine Gemeinschaft sein. Sind wir aber leider nicht. Nee. Deswegen muss da langsam was sich ändern, sonst befürchte ich ganz Schlimmes. Ich glaube auch. Also gerade das was den Verein aktuell noch trägt, sind die Fans. Und die würden irgendwie mit der Leistung diesen unsäglichen Debatte um den DFB-Investoreneinstieg einfach nicht mitgenommen und teilweise in die Fresse gespuckt. Und wenn das dann auch noch in die Brüche geht, dann haben wir wirklich ein Riesenproblem. Aber ich würde sagen, wir haben da unsere Meinung jetzt, finde ich, gut zu abgegeben. Wir schauen noch kurz auf den Kader für kommende Saison. Und da tun sich natürlich auch richtig, richtig viele Baustellen auf. Im Tor sind wir safe. Nicolas, Omlin. Das ist easy. Das ist easy. Wer dann spielt, sei mal dahingestellt. Das gilt es heute nicht zu beantworten. Dann ist Olschowski noch da. Kersten kommt noch zurück. Sippel hört wahrscheinlich auf. Also war super angeschlossen, super aufgestellt. Das passt. Ist, glaube ich, auch die einzige Position. In der Innenverteidigung kracht's. Wöber, hast du schon gesagt, wird wahrscheinlich sehr weg sein. Kiarodia spielt überhaupt keine Rolle. Janschke, glaube ich, wird man danach, jetzt nach der Saison, weil er auch viel verletzt war, sportlich keine Rolle mehr spielt. Ne? Den Vertrag auslaufen lassen und ihn versuchen, im Verein zu integrieren. Marvin Friedrich ist seit Jahren ein Missverständnis, muss man einfach so sagen, auch wenn er gute Leistung teilweise zeigt, trotzdem dann auf der Bank sitzt. Itakura, komplett außer Form, mit Ausstiegsklausel. Weiß man nicht, ob man die zieht. Dann Elvedi. Ich gucke mir hier gerade so ein bisschen den Kader noch parallel an. Ja, kurze Unterbrechung gehabt, jetzt sind wir wieder da. Ich glaube, in der Innenverteidigung große, große Baustelle. Was glaubst du in der Innenverteidigung? Wer wird da bleiben? Also Itakura, wie gesagt, sehr schwer. Ich denke auf jeden Fall, Itakura wird nicht bleiben. Kann es mir, also das ist nur mein persönliches Empfinden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er bleibt. Hat ja das letzte Mal schon von Napoli und ich glaube irgendwo aus Saudi-Arabien abgelehnt. Kommt halt drauf an. Ich habe bei ihm so das Gefühl, dass er wirklich sich Mühe gibt, aber er ist jetzt nicht so die Identifikationsperson. Bei Nico Elvedi kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt, wenn da nicht jetzt ein krasses Angebot kommt, nicht vorstellen, dass er geht. Weil Nico Elvedi ist für mich schon so eine
der ist für mich steht für Gladbach. Ja. Der ist jetzt schon so lange bei uns und man sieht halt einfach so zwischendurch immer mal die Emotionen von den Spielern und ich denke auf jeden Fall, der bleibt. Friedrich kann ich mir nicht vorstellen, dass der bleibt. Das ist wirklich, wie du gesagt hast, ein Missverständnis. Kiarudia halte ich persönlich eigentlich viel von, hat einen Elfmeter verursacht und teilweise mal so ein bisschen, ne, bisschen nicht so gut gespielt, aber ich finde eigentlich von den Ansätzen finde ich ihn gut und langfristig sollte man ihn auch mehr einsetzen. Ja. Das ist so ein Problem, was ich da mit Seoane habe, dass er da teilweise ein, zwei, drei Spieler nicht oft einsetzt. Das hatte ich zum Beispiel auch mit Borges Sanchez, das ist aber noch ein anderes Thema, dass er da diese Leute ein bisschen mehr integrieren muss, weil nächste Saison werden wir die Hälfte von denen nicht mehr haben. Ja, ich glaube, Wöber wird weg sein. Elvedi und Itakura sind uns eigentlich auch die Hände gebunden, weil die wohl Ausstiegsklauseln haben. Ne? Und Elvedi hat halt Pini Sahavi als Berater, neu, relativ ja. neu. Ne? Da wissen wir alle, was das für ein Typ ist. Ich glaube, in der Innenverteidigung kriegen wir ein Riesenproblem. Wenn du da nicht rechtzeitig investierst, wird das eine ganz schwierige Herausforderung für Roland Wirkus und Schmadtke. Und da würde ich mir dann schon vielleicht noch Unterstützung wünschen. Spischer ist immer noch mal eine Traumwahl. Gucken wir mal. Ja, und dann kommen wir zu den Außenverteidigern. Skelly, Netz, die immer in Verbindung gebracht werden mit Italien und England, die aber faktisch in jedem Spiel an einem Tor direkt beteiligt sind, so hart wie es klingt. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, kreieren wir schon sehr, sehr oft über Außen die Tore. Da sind natürlich dann auch Ngumu, Hack, Honorar mit im Boot. Ne? Aber ist nun mal Fakt, dass unsere Außenverteidiger aktuell ja schwierig sind. Leiner läuft der Vertrag aus, ne? Da muss man jetzt auch mal gucken. Wie siehst du da die Situation? Also ich glaube, da musst du auch nachlegen eigentlich. Also Leiner würde ich auf jeden Fall versuchen zu verlängern. Super Typ und hat uns auch richtig viel Kohle gekostet. Das würde echt wehtun, den abzugeben. Skelly von mir aus, wenn er wechseln will. Ich mag den persönlich eigentlich ganz gerne, aber soll er gehen? Er hat irgendwas von international gesagt. Da sehe ich ihn persönlich noch gar nicht. Das ist sehr, sehr weit hergeholt. Luca Netz würde ich eigentlich echt gerne verlängern, sage ich ganz ehrlich. Ja. Der ist 20, 21 Jahre alt und ich denke, dass da einfach noch riesiges Potenzial ist und teilweise sieht man da wirklich schon, was der Junge kann. Langfristig verlängern mit dem Mann, Skelly würde ich abgeben, dann hätten wir ein bisschen was an Kohle und dann vielleicht irgendwie einen neuen Rechtsverteidiger holen oder einfach Leiner spielen lassen, falls man verlängern kann. Mit Simon Walde haben wir auch noch ein Backup aus der zweiten, vielleicht ziehen wir den einfach mal hoch. Auch ein guter Junge. Ich denke, auf den Außen haben wir jetzt nicht die allergrößten Probleme, was das angeht. Ulrich vielleicht mal verleihen. Bei Netz, Ulle, jo. Bei Netz sehe ich es halt so, das ist halt ein Mann für eine Fünferkette. Ne? Das ist halt ein Mann, ja, typischer stimmt. Mann für eine Fünferkette. Wenn du Viererkette spielst, glaube ich, wird das auch in Zukunft schwierig werden. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber das ist halt eher ein Mann, der lebt von seinem Tempo. Der ist auch sehr, sehr durchsetzungsstark nach vorne. Ne? Hat immer wieder gute Aktionen, gute Läufe. Er hat auch ein paar Scorer-Punkte diese Saison gesammelt. Das ist schon sehr, sehr positiv. Nach hinten ist es dann oftmals doch schon in einigen Spielen sehr schwierig gewesen. Das muss man schon sagen. Gucken wir mal. Ja, Manu Kone. Da glauben wir alle, dass es richtig Geld gibt. Wie viel Ablöse siehst du als realistisch? Wir sind quasi vom Rekordtransfer bei 50 Millionen gab es mal, jetzt mittlerweile so bei 25 bis 30 angekommen. Was glaubst du, wie viel gibst du? Also ich gehe mal davon aus, wenn das jetzt aus England kommt, das Angebot, können wir ja einfach dann plus 10, 15 Millionen, würde ich nochmal sagen. Ich würde sagen, wir kriegen 25 bis 30 Millionen, wie du gerade gesagt hast. Sein Marktwert ist gerade bei 35, glaube ich. Aber da muss immer noch Vertragszeit und sowas einrechnen. Ich würde sagen, ich wäre ab 25 zufrieden, haben wir ein gutes Plus gemacht. Je nachdem, ob dann von, was weiß ich, Arsenal, Newcastle was kommt, kann ich mir aber auch vorstellen, dass das 45 Millionen ungefähr werden. Ich wäre mit 25 aber schon zufrieden. Da könnten wir wirklich mal gucken, dass wir uns vielleicht mal noch einen gescheiten Verteidiger kaufen und gucken, was der Trainer möchte, weil das ist das Wichtige. Wenn der Trainer da das Problem sieht, dann müssen wir da den Spieler holen. Im Sturm, wir müssen die Kommunikation einfach so rechnen, dass wir dieses Mal nichts unter den Tisch kehren und falls wir die richtig fette Summe für Kone kriegen, die dieses Mal richtig einsetzen, weil wenn wir die richtig einsetzen, dann kann es wieder in die richtige Richtung gehen. Ja, und wir, also Grundgerüst haben wir ja im Mittelfeld, ne? Jule Weigel, Florian Neuhaus, der in den letzten Wochen wieder stark ausspielt, einen Rocco Reitz, einen Oskar Fraulo kommt vielleicht zurück, wo man mal abwarten kann oder abwarten muss, welche Rolle der spielen kann, ne? Einen Alassane Player, wie siehst du da die Situation, auch Ausstiegsklausel? Ja, ich hoffe einfach nur, dass der bleibt. Also für mich ist Player mit Abstand der beste Spieler, was technisch angeht. Und komplett overall ist für mich Alassane Player der beste Spieler. Der ist so wichtig und ich finde, das hat man auch in den letzten Wochen gemerkt, dass der Lasso fehlt. Ich hoffe einfach, dass er nicht gehen wird. Aber ich würde es auf jeden Fall verstehen, wenn er zurück in die Heimat geht.
Im Sturm, Jordan, da müssen wir auch nochmal sagen, bei aller Kritik, ne, rassistische Beleidigungen haben im Sport sowie bei uns in der Gesellschaft überhaupt keinen Platz. Damit das an der Stelle auch nochmal erwähnt ist, das geht gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Borussia-Fans sind, sondern irgendwelche Asoziale. Muss man das sind keine sagen. Fans. Nee. Sowas nennt man nicht Fans. Definitiv. Und ja, Jordan, würdest du verpflichten? 100%. Also Jordan ist für mich ein absolut geiler Kerl. Was man sagen muss, gegen Saarbrücken war er scheiße, aber das ist ja komplett egal. Also ist ja egal, was er für eine Hautfarbe hat. Der war einfach nicht gut, aber die ganze Mannschaft war nicht gut. So, deswegen ist das egal. Ich fand ihn aber in den Spielen davor echt sehr stark. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war gegen Bochum. Ey, ein Tank ist dieser Kerl. Und wie der teilweise die Bälle festmacht. Also meiner Meinung nach ist das der zweikampfstärkste Spieler fast sogar aus der Bundesliga. Ich finde, ich glaube, 4 oder 5 Millionen ist die Kaufoption. Wenn du die nicht ziehst, wärst du blöd. Der Typ ist absolut korrekt. Der hat richtig Bock auf den Verein. Ich glaube, der liebt den Verein auch. Ist ja auch ein Unioner. Wir sind ja auch befreundet. Also für mich wäre das sehr, sehr wichtig, einen Jordan für 4 bis 5 Millionen zu verkaufen. Hat auch mit Player immer super funktioniert, ne? Ja, klar. Aber leider halt viel zu wenig. Schwanscherer ist halt, bis jetzt nur verletzt gewesen. Da kann man nur hoffen, dass er zurückkommt und so reinstartet, wie er in die Bundesliga-Saison reingestartet ist. Aber das wäre genial. Müssen wir halt abwarten. Ich glaube aber, Schwanscherer wird nächste Saison eine wichtige Rolle spielen, auch eine tragende Rolle. Auf den Außen theoretisch Honorar, Patrick Herrmann, Ngumu, Hack. Ich sag dir, bei Ngumu bin ich mittlerweile soweit, wenn da ein Angebot reinkommt, würde ich ihn verkaufen. Würde ich mich von trennen, einen anderen Spielertypen holen, gerade auch vielleicht, weiß ich nicht, wie gesagt, das muss dann Seoane entscheiden, wir brauchen heute auch nicht, um über Transfers zu reden, ob dann ein Hartl kommt, ein Kamada kommt, ist im Endeffekt auch egal, das müssen Spieler sein, die Seoane für sein System braucht, ne? Bei Ngumu bin ich schon eher dabei zu sagen, lass das Kapitel mal lieber beenden, auch wenn er ab und zu mal wirklich Glanzmomente hat, genauso oft hat er halt gar keine Momente. Und ich glaube, wollen wir noch kurz über die etablierten Spieler sprechen. Sippel, glaube ich, wird gehen. Ich bin da auch relativ sicher, bei Janschke und Herrmann wird man einen Cut machen. Weil sportlich gesehen, muss man einfach sagen, spielen sie in den letzten beiden Jahren gar keine Rolle mehr. Ne? Also muss man sich eingestehen. Und dann ist die letzte Frage noch, und ich glaube, dann sind wir auch für heute durch. Chris Kramer spielt vor sportlich überraschend überhaupt gar keine Rolle mehr. Vertrag noch bis zu 25. Man hört mal ab und zu, man wird vielleicht sogar den Vertrag auflösen. Glaubst du, er wird in der nächsten Saison noch eine wichtige Rolle spielen oder trägt man das jetzt ein Jahr durch? Also ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung zu. Ich würde gerne so einen Christoph Kramer eigentlich bei uns irgendwie im Sportvorstand sehen. Also Chris, wenn du das hier vielleicht siehst oder so, von mir aus kann er den Vertrag noch bis Ende laufen lassen. Aber ich würde mich freuen, wenn er vielleicht auflöst und einfach sieht, so ey, sportlich sehe ich ihn persönlich nicht mehr bei uns. Vor allem nächste Saison nicht, da wird es ja dann nochmal hoffentlich wieder anspruchsvoller. Und warum nicht irgendwie eine Rolle im Verein? Und das wäre ja super, einen Christoph Kramer im Verein zu haben, einen Martin Stranzl, einen Flacco vielleicht, Janschke, Sippel, das sind ja alles Gladbacher durch und durch. Vielleicht Sippel noch Lautern, so ein bisschen kann das sein. Aber der Flacco und Christoph Kramer und Stranzl wäre Hammer. Deswegen sage ich ganz ehrlich, ich würde den Vertrag vielleicht vorher, wir können ihm ja auch ein bisschen was Geld dann auszahlen, auflösen. Ja, weil im Endeffekt, glaube ich, Chris Kramer ist auch einer, der eine eigene Meinung hat, die auch stark vertritt. Ja. Und das fehlt uns auch, der auch, glaube ich, Dinge kritisch sehen kann. Was mir halt noch fehlt, und dabei bleibe ich, wir brauchen jemanden im Verein, der wirklich auf dem Transfermarkt, im Scouting wirklich schon richtig was vorzuweisen hat. Corell hat das. Aber ist halt der Typ, der in Ruhe arbeiten will, ne? Der, ich glaube, der will auch nicht in der ersten Linie stehen, sondern wie gesagt, mein Wunschkandidat ist und bleibt Spischer. Ob man dann vielleicht sogar einen Runert holen kann, keine Ahnung, aber das sind Leute, die halt was vorzuweisen haben, ne? Und das hat halt einen Wirkus nicht und das hat auch einen Schmatke nicht, wenn wir ehrlich sind, ne? Und ich glaube, da musst du zwingend ansetzen, weil es sieht, im Endeffekt sieht es ja auch jeder von außen. Es sieht doch jeder. Ne? Und Punkt. abschließend noch die Frage, ist der Tiefpunkt jetzt erreicht? Geht es jetzt wieder aufwärts oder glaubst du, vielleicht hat das jetzt auch mal diesen Krach gebraucht, wirklich, wo richtig Unruhe drin ist, oder glaubst du, es könnte noch
gefährlicher werden, wenn der Schlafwagen so weiterfährt. Also ich sage ganz ehrlich, wenn wir jetzt gegen Heidenheim nochmal verlieren sollten, dann sage ich, gibt es den Tiefpunkt und dann könnte es weiter runtergehen. Dann geht es auf Platz 14 bis 15 runter. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Ich denke, dass Saarbrücken wirklich die Jungs richtig mal gezeigt hat, ey, dieses Ganze unter den Tisch kehren bringt nichts. Mhm. Dass sie wirklich einfach mal denken, so ey, wir sind gerade gegen den Drittligisten rausgeflogen und haben uns komplett vor unseren ganzen Fans, die uns so krass unterstützen, blamiert. Ja. Und ich denke wirklich, dass es jetzt langsam vielleicht mal nach oben geht und vielleicht schaffen wir es auch mal noch vor Ende der Saison 2 Spiele hintereinander zu gewinnen. Finde ich ein gutes Stichwort. Damit würden wir auch mit was Positivem enden. Das lasse ich so stehen. Und danke, dass du wieder dabei warst. Können wir sehr auch gerne mal als etabliertes Format machen. Würde mich freuen. Hätte ich sehr, sehr viel Bock drauf. Und schreibt mal eure Meinung zu unserem Talk in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder ihr sagt, ihr seid komplett scheiße, hört auf zu labern. Dann machen wir trotzdem weiter. Macht's gut. So ist es. Ciao. Ciao, ciao. Wir sind Borussia. Die Leute ist, was hier zählt.